So, wir sind hier ganz gemütlich am Feuer und laufen mal hinten gegen das Bett. Oh, da bin ich ins Bett gefallen. Oh nein, da muss ich im Bett liegen bleiben. Machen wir auch gleich, denn wie ihr seht, es ist 10. Ganz kurz, es tut mir voll leid. Ich habe das Gefühl, so, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Das war jetzt ein bisschen langweilig. Immer wenn ein Termin ist, dann bin ich so ein bisschen, dann weiß ich nie, was ich tun, also ich fühle mich da nicht frei. Und hier hatten wir jetzt einen Termin. Morgen kommst du und dann ist da diese Einweihungsfest. Und dann denke ich mir, andere würden jetzt einfach sagen, ja, dann räume ein bisschen auf und geh ins Bett. Ich möchte noch irgendetwas tun. Ich mag halt bei diesen Spielen dieses Freisein. Und da hatten wir jetzt zwei Termine. Erstmal den Jasper hier, ne? Und dann noch jetzt die Einweihung. Oder die, wie heißt das? Auf jeden Fall, dass ich ganz wichtig werde. Mein Hammer wird ganz wichtig. Ich bin ja nicht wichtig. Immer. Aber. Das mag ich halt nicht. Deshalb werden wir gleich schlafen gehen und einfach das hinter uns bringen. Dann geht es ein bisschen weiter und dann können wir wieder uns auf die Suche machen nach interessanten Locations und so weiter. Wisst ihr? Wollte ich euch nur gesagt haben, weil ich echt überlegt habe, soll ich noch aufräumen? Sollen wir noch irgendwie rumlaufen? Ein bisschen Rollenspiel machen? Wäre auch lustig gewesen. Wir könnten jetzt einfach nachts mal irgendwo hinlaufen. Aber na, dann ist halt, ne, wie beim Film, nach so Action gibt es so ein bisschen Ruhephase und. Und dann geht es wieder nach oben. Es ist ja so eine Welle, ne? Und dann gehen wir hier so lang und denken uns, ah, wer ist das denn? Oh mein Gott, da steht jemand in meinem Bett. Ja, in mein Bettchen. Oh. Nein, ich habe mir eine Puppe gemacht. Habe mir ein paar Sachen, die cool aussahen, die ich eh nicht trage. Zum Beispiel die Assassin, ist natürlich jetzt total angebracht. What the fuck? Merke ich jetzt erst. Eine Assassin. Wenn hier ja mal Jasper dann vorbeikommt und das hier sieht und dann wacht er auf und dann, ah! Nee, ich fand es irgendwie ganz cool. Sah cool aus. Da können wir dann die Leute anziehen mit. Ich hatte nämlich sonst nicht was wirklich. Ich denke mal, das habe ich in der anderen. Oder? Warte mal. Ich guck mal ganz kurz. In einer anderen Wohnung. Vielleicht müssen wir die andere Wohnung aufgeben, aber irgendwie finde ich die andere Wohnung viel praktischer am Markt. Aber vielleicht machen wir die zu unserer richtigen geilen Haus, wo alles prollig bonzenmäßig steht. Und dann das andere Haus ist einfach nur für Zwischenlager oder so. Ich glaube, ja, das andere wird unser. Da kann man aber auch nicht gut arbeiten, ne? Mal schauen. Das andere Haus wird dann unser Büro. Ich weiß auch nicht. Denn wir hatten doch in diesem einen versteckten Keller, in diesem Prepper-Keller, hatten wir doch eigentlich diese große. Oh, ja, das nehmen wir natürlich. Oh, wir haben doch noch einiges. Upsi. Dann machen wir das jetzt noch ein bisschen. Goldener Kelch, da, die Statue. Die habe ich nicht gefunden. Und jetzt aber. Dann haben wir noch den ausbalancierten Schwertgriff. Ich frage mich immer noch, ob das ein Quest-Ding ist, weil. Wie random ist das? Ein ausbalancierter Schwertgriff. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Sonst vergesse ich das später wieder. Und, ja. Nö, der Rest kommt dann später. Mache ich dann wahrscheinlich im. Oh, das sieht auch hübsch aus. Ist zwar jetzt nicht golden, aber ist irgendwie schön, oder? Das kommt auch, komm. Die Laute. Ja, mache ich nämlich alles mal im Off. Da auch, die Schale. Dann kommen die rein und denken sich, was hast du für wunderschönes Zeug? Das ist von früher, von einem Volk, das durch irgendein kosmisches Götterding getötet wurde. Oh wow, danke für die Stimmung kaputt machen. Und jetzt ist aber die Frage, wo packen wir das ganze Goldene hin? Also oben, ja, nee, es muss ja irgendwie hier protzig sein. Das heißt vielleicht hier so irgendwo, aber das sind ja für Bücher. Guck mal, das finde ich toll, dass man hier. Hä? Waren wir jemals am Amboss? Ja, kann mich nicht erinnern. Doch, natürlich. Ist aber lange her. Ja, natürlich, natürlich. Geil, wir haben. Ba ja, das wird. Dann brauchen wir aber das andere Haus überhaupt nicht. Scheiße, was machen wir mit dem anderen Haus? Okay, hier ist ein bisschen dunkel. Guck mal, wenn wir hier Freunde haben. Oder auch nicht Freunde. Auf jeden Fall. Angeben, angeben, angeben. Deshalb fehlt hier. Machen wir hier rein. Aber das ist nicht angeben, das sieht man gar nicht, wenn man reinkommt. Wenn man erstmal in die Ecke gehen muss, um hier die goldenen, geilen Sachen zu sehen, ist das doch total langweilig. Hier zum Beispiel. Hier, das sieht aus wie ein Lagerraum, der aber offen ist. Lame. Da machen wir jetzt richtig schön.
die Sachen, die wir geklaut haben. Und dann sagen wir, weh, ihr klaut das, dann machen wir euch fertig. Und lassen wir fallen. Und dann brauchen wir noch die Schale und die Urne. So. Oh ja, Entschuldigung, alles gut. Warte mal. Wieso kann ich... Oh, die Sachen kann man nicht in diesen Modus nehmen. Das ist ja blöd. Guck mal. Ja, ja, ich gehe hier richtig gut mit um. Mahame weiß richtig. Die müssen ja wissen, oh, der ist reich. Der ist bestimmt ein guter Händler, wenn er reich ist. Das hat überhaupt keinen Sinn mit der Qualität seines Händler-Daseins. Okay. Müll, alles Müll. Guck mal, wie die hier schön steht. Die mag ich. Die kommt hier neben. Das ist der Mülleimer. Ich habe nur fancy Mülleimer. Okay, bin ich zu doof? Warte mal. Ich drück mal länger. Geht einfach nicht damit. Wartet. Wenn ich hier hinstelle, mich nach vorne gucke und dann lassen wir die fallen. Ich dachte, dann fällt sie vielleicht genau vor mir hin. Muss ich noch gucken. Dann bleibt erstmal hier liegen. Sieht super schön aus. Ist ja meine Wohnung. Ich kann machen, was ich möchte mit meiner Wohnung. Weißt du, so goldene Müllhaufen. Mann, guck mal, die goldene Statue ist nicht mal viel wert. Aber es ist ein Unikat. Hoffentlich. Ich will hier nichts, was andere auch haben. Nein, ich will alles golden haben und schön. Das ist so Müll. Alles Müll. Wenn es auf dem Boden liegt, das ist Müll. Deshalb, weißt du, wenn deine Oma hinfällt, weg damit. Biomüll. So. Warum rollt ihr denn jetzt da hin? Oh, ich kann da rübergehen. Ich bin Ninja. Okay. Alles gut. Gewicht ist zu hoch. Ich kann es nicht mitnehmen. Okay, wisst ihr was? Wenn wir schon mal dabei sind, dann kann die Laute nämlich auch weg. Und vielleicht ein Pulverfass irgendwo einfach hinstellen, damit die auch wissen hier, ne? Wenn es drauf ankommt. Muss ich nochmal nachgucken. Ich weiß nicht, wie man das jetzt... Warte, ich probiere es mal. Oh, guck mal. Okay, das ging. Das ging. Sieht man aber nicht. Nein. Ich stelle mich mal hier vorne hin. Mach das. Manchmal bin ich zu doof zum Leben. Nicht nur manchmal. So. Also, Elanda, du bist langsam eine Bitchanda. Geht doch. Ah, geht doch. Sogar mit Titten nach vorne. Und dann kommt jemand rein und denkt sich so, oh, guck mal, eine Zensur von den Titten. Genau auf Augenhöhe. Das ist perfekt. Ist ja gut. Was denn jetzt? Was nervt denn hier so? Und den Mülleimer machen wir jetzt auch noch. Zum Glück sieht das keiner. Nein, wieso? Ich hab doch ab... Wieso? Manchmal weiß man nicht, wann sie wieder weg sind. Also wann sie wieder aufhören, aktiviert zu werden. So, guck mal. So. Und jetzt? Ich bin so doof für das Spiel. Warte, das lasse ich jetzt einfach drin. Nein, du drehst dich jetzt nicht auf den Boden. Ah, ist egal. Wenn ich bin der Magier. Telekinese. Mit der Telekinese wird das bestimmt besser. Wieso gehst du nicht? Wisst ihr was? Nö. Mir egal. Komm, wir gehen schlafen. Scheiß drauf. Oh, da hinten ist auch Wein runtergefallen. Wisst ihr was? Nö, das regt mich jetzt auf. Muss online nachgucken. Bestimmt ist das total einfach. Ah, da steht jemand! Bestimmt ist das total einfach. Ich bin einfach nur zu doof. So, jetzt wird er erstmal schön mal durchschlafen. Und ich hoffe, die Quest wird sich aktualisieren. Einfach mal nachts schlafen. Ohne jemanden. Weißt du, es war jetzt richtig gemütlich. Warten, an der Zeremonie teilnehmen. Seht ihr? Ah, nachdem wir gut ausgeschlafen sind. Und die Zeremonie müssen wir natürlich, er ist noch wie ein Adliger angezogen. Sehr schön. Damit müsste auch Rhetorik ziemlich hoch sein. Meine Stimme muss weg sein. Und Händlerpreise, Rhetorik ging gar nicht, ne?
Handwerkskunst hatten wir nicht. Fingerfertigkeit. Wir haben ja gar nichts hier. Da, Rhetorik. Machen wir das. Weißt du, sieht doch toll aus. Ich will einfach, dass die Rhetorik so hoch ist. Und wenn er dann irgendwie was anfängt, dann sagt, wie wär's mit einer kurzen Rede? Und wir haben und alle weinen und sind voll hingerissen und sowas. Das ist doch schön. Und ihr Blöden, das soll so. Weißt du, die Schale zum Beispiel sollte eigentlich hier oben hin. Wie kann man die drehen? Warte. Ich versuche irgendwie. Wisst ihr was, wir gucken jetzt mal nach bei Steuerung. Gegenstände irgendwie drehen. Das ist bestimmt irgendetwas. Irgendwie kann man das bestimmt machen. Ich will nämlich eigentlich nur diese fucking... Guck mal, geht. Ah, schön. Und schon haben wir eine schöne Schüssel auf dem Tisch. Und dann kann man sagen, oh, da kommt bestimmt ein Salat rein oder sowas. Wisst ihr? Mann, ey, so nervtötend. Was auch nervtötend ist, dass es so weit weg ist, dieses Haus. Es ist so blöd. Wir haben nicht mal ein Schnellreiseding hier, oder? Also ich mag das gar nicht, dass wir so weit weg von allem sind. Warum kann das Haus nicht? Ich weiß, es ist halt auch gemütlich so schön abseits? Schreitet wohl. Hallo, ich bin auch Adliger. 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 So. Und dann müssen wir ganz hier hinlaufen. Der Marktplatz ist Haus. Ich bin halt einer. Wenn ich so Sachen sehe, das ist natürlich cool, wenn sie so sagen, oh, wir haben unsere neue Wohnung eingerichtet und so. Und dann ist da irgendwie so 50 Kilometer Flur, nochmal 50 Kilometer irgendwie Wohnzimmer und Küche. Und dann denke ich mir so, ja, aber wenn du jetzt aufstehen möchtest vom Fernsehen oder sowas und auf Toilette gehen möchtest, oh, manchmal ist halt kompakt auch ganz gut. Nicht zu kompakt, aber wenn... Deshalb, irgendwann will ich mal so ein Spiel spielen wie RimWorld oder sowas. Weil, ich habe sowas nie gespielt und ich finde das ganz interessant, mal wie ich da dann das mache. Weil ich will alles optimieren, aber auch so optimieren, dass es noch gemütlich ist und super schwer, glaube ich. Naja, was soll's. Auf geht's. Tada! Da hinten, oder? Da. Hallo! Ihr gehört nicht zum Orden. Was tut ihr hier? Wow, bisschen mehr Respekt, bitte. Ich habe... Wow, einfach gleich Bitch slappen. Also, das geht ja gar nicht. Hallo. Na, endlich. Na, kommt endlich? Mit. Darf ich nicht mal ausschlafen? Es ist 6 Uhr morgens. Warum so harsch? Ach, vergesst es. Wow, soll ich da eine reinhauen? Die Person will nicht mit mir reden. Ist das eine Falle? Warum sind alle so unfreundlich? Ich rette euren Arsch. Oh, wisst ihr was? Ich muss sogar euer InDesign retten. Ist ja immer dunkel hier. Der kluge Junge. Geht die Treppe hoch, lauft zur Statue und sprecht mit dem Großmeister. Kein Wort, keine dummen Blicke. Verstanden? Kein Wort wird super schwer. Ja. Gut. Ja. Dort oben ist das gesamte dritte und vierte Siegel versammelt. Also habt Respekt. Gleichfalls. Und jetzt schreitet wohl, Bruder. Wow, so eine Bitch. Interesting. Warte, wie geht nochmal? Wen heirate ich eigentlich hier? Die will ich gar nicht heiraten. Nein, mein Licht. Mein Licht. Zwei Lichter. Woo! Na, ihr? Mein Gott, seid ihr alle fertig aus. Und dreckig. Solltet ihr denn nicht ein bisschen besser? Also ich habe ein bisschen mehr Qualität erwartet in meiner Hochzeit. Oh, was ist das? Die Bauernküste mal wieder. Das lese ich. Oh, Siegelführer! Ja. Oh, ich darf nicht mit dir reden. Okay. Es ist soweit.
Tretet vor, Prophet. Ich habe mich extra hübsch gemacht. Ich weiß, was ihr fühlt. Misstrauen. Misstrauen, weil es heute das erste Mal in der Geschichte des Ordens ist, dass ein Fremder die heilige Weihe erhalten und einer der unseren werden soll. Ja, muss ja. Ihr seht darin einen Verrat an unserer Satzung und damit an uns selbst. Bla bla. Und ja, es ist wahr, dass Prinzipien diesen Orden stark gemacht haben. Hier, Licht in dein Gesicht. Jahrtausende haben wir dieses Land regiert und Jahrtausende haben wir bestanden. Und ich weiß, dass das, was vor 2 Jahren geschehen ist, viele von euch erschüttert hat. Wir befinden uns in einer tiefen Krise. Zeit. Und jetzt, inmitten all dessen, meint ihr zu sehen, wie ich das Wenige, was uns noch bleibt, entweihe. Aber damit liegt ihr falsch. Idioten. Schon immer waren es Menschen, die dem Orden seine Stärke verliehen haben. Menschen wie ihr und ich. Ja, macht doch ja, Sinn. Wir haben den Lichtgeborenen gedient, aber weil sie einen Gedanken versinnen. Krieg ich einen passiven Skill? Nämlich den von Frieden durch Beständigkeit. Und selbst jetzt, wo sie nicht mehr sind, können wir diesen Gedanken weiterführen. Sehr gut. Eine Bedrohung steht uns bevor. Und wenn wir ihrer nicht Herr werden, bedeutet das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Ich bin auf seiner Seite. Und dafür, Brüder und Schwestern, brauchen wir vor allem eines. Opferbereitschaft. Alles elitäre Arschlöcher hier. Dieser Mann hat genau wie Novizin Zakaresch gezeigt, dass er bereit ist, sie zu bringen. Er hat ungewöhnliches Talent und eine Gabe, und damit eine Verantwortung übertragen. Wir sind beides Dämonen. Aber anstatt zu fliehen oder sich zu verstecken, hat er sich ihr gestellt. Er hat zu uns gefunden und er hat die heilige Prüfung abgelegt. Und das macht ihn würdig, einer der unseren zu werden. Geweihte, sprecht mir nach. Oh, das wird schwer. Dies ist der Tag, an dem mein altes Ich vergeht. Nein. Denn ich empfange das Siegel. Ah, das ist wie bei einer Hochzeit, wo man auch sagt, ja, bis zum Ende meines Lebens liebe ich dich, blo, bla, blöb. Dies ist der Tag, an dem ich mein altes Ich vergeht. Ja, bla, bla. Muss ich? Dies ist der Tag, an dem mein altes Ich vergeht. Ah, ich sag das gar nicht. Von nun an lebe ich, um zu beschützen, mit dem Schwert und mit dem Geist. Was für ein Schwert? Den Pfad, mein Land und jene, die ohne Kraft sind. Ich muss ja, ich hasse das. Das will ich gar nicht sagen. Was ist denn das? Das mache ich nur als Show, ne? Das mache ich nur als Show. Weil ich ihn unterstütze, weil das die anderen hier total die Vollidioten sind. Dieses, nein, wir sind besser als die anderen da unten. Das ist überhaupt nicht, was der Pfad eigentlich darstellen sollte. Aber okay, ich hasse sowas. Von nun an lebe ich, um zu beschützen, bis der Tod mich meiner Pflicht enthebt. Den Geist, den Pfad, wow. Und jene, die ohne Kraft sind. Bis der Tod mich meiner Pflicht enthebt. Das ist wirklich eine Hochzeit hier gerade. Ich heirate gerade die Nicht-Götter. Warte. Ich heirate gerade tote Götter. Ich heirate gerade nichts. Ich heirate gerade mich selbst. Ich heirate gerade den Orden. Bis der Tod mich meiner Pflicht enthebt. Damit erhebe ich euch zu Hütern des ersten Sieges. Aber steht auf. Das ist schlimmer als ein Abschluss bei der Schule. Lasst uns nun alle die heiligen Worte rezitieren. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. Du bist mein Licht, mein Sakrament und deinen Pfad. Mein Sonnenschein. Im Leben und im Tod. Wenn dort Licht am Morgen aufgeht. Nun zieht euch zurück, Brüder und Schwestern. Das war komisch. Und ruht euch aus. Was? Ich habe gerade geschlafen. Die Kraft brauchen. Wir haben 6 Uhr morgens. Wir haben 6 Uhr morgens. Ihr könnt euch eure Rüstung in der Tempelschmiede abholen. Oh. Trefft mich dann im Emporium. Es gibt Neuigkeiten. Automatisch gesprochen. Es gibt Neuigkeiten. Ja, genau deshalb mache ich's. Damit es weitergeht. Alle reden gerade. Was hat es mit diesen Siegeln auf sich? Wissen Sie? Die Siegel sind Ränge. Hat ein Novize die Prüfung bestanden? Hört auf zu reden. Das erste Siegel erhoben. Und im Laufe der Jahre kann er, wenn er sich bewiesen hat, weiter aufsteigen bis zum 4. Siegel. Laufe der Jahre. Es ist eine Hierarchie. Nichts weiter. Wissen. Dann auf bald. Das war es nun. Ich bin jetzt ein Ordenshüter. Des ersten Siegels, ja. Mehr werdet ihr nicht brauchen. Puh. Unsere Lehrmeister werden euch unterrichten und unsere Schmiede euch ausrüsten. Das ist es, was ich erreichen wollte. Oh, du bist toll, danke. Aber ich will Händler werden und ich werde sowieso alle 5 Siegel. Weißt du, du denkst, es gibt nur 4 Siegel, aber es gibt 5. Und ich werde alle 5 bekommen. Ich meine, es ist immer noch Skyrim-mäßig, ne? Dann auf bald. Auf bald. Ah, tschüss, Papi. Tschüss. Nicht singen jetzt. Was ist denn hier los für ein Chaos? Ruhe. Hütergewandung in der Tempelschmiede abholen. Ja, mach ich.
Jetzt mal alle Ruhe hier. Halt, stopp, jetzt rede ich. Schreitet wohl, Prophet. Oh, danke. Oh, was mit dir? Und das war's. Ein eigentümliches Gefühl. Was, eine Hüterin zu sein? Irgendwie schon, ja. 7 Jahre habe ich für diesen Moment gelebt. Das war wirklich keine Party. Jetzt bin ich angekommen. Es ist seltsam. War wirklich antiklimatisch. Nun ja, sprechen wir, wenn es etwas zu besprechen gibt. Schreitet wow. Wohl, Bruder. Wie kann man sagen, man hat kein Interesse, ohne zu sagen, man hat kein Interesse? Wir sprechen, wenn es etwas zu besprechen gibt. Das heißt so viel wie, bitte laber mich nicht von der Seite an. Okay. Ich danke meinem Vater, der mir Fleisch gegeben hat, dass ich ein Vegetarier bin. Und meine Mutter und meine Schwester, die so gut brannten. Und weil als Hüter singe ich jetzt. Ave Maria. Oder. Das war Ave an die Maria. Maria war meine frühere Lehrerin und die war sehr nett zu mir. Vielen Dank. Ich gehe jetzt und hole mir kostenloses Zeug. Tschüss. Ihr könnt mich alle feiern. Ich habe Visionen und habe euch alle verbrennen sehen. Lul, 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 lul. Denken wir mal. Yay. Das war gar nichts. Das war gar nichts. Was müssen wir jetzt nochmal machen? Natürlich haben sie das. Du kennst diese Schreibtischnarren ja. Aber sie werden es akzeptieren. Sie müssen. Sehr gut. Danke für die Mühen, mein Freund. Wo kommst du denn plötzlich Kein her? Kein Problem. Ich hoffe nur, du weißt, was du tust. Viele sehen den Kurs, den der Orden seit deiner Rückkehr eingeschlagen hat, als beunruhigend an, gelinde gesagt. Narazuls Magier im Tempel, ein Fremdländer als Hüter, es ist viel auf einmal. Ihr seid der, den sie den Propheten nennen, richtig? Aber jeder außer uns ist damit beschäftigt, sich an die Kehle zu gehen. Und wenn wir nichts gegen die Läuterung unternehmen, dann wird es niemand tun. Wo sind die? Vermutlich. Ah, da. Stealth-Attacke! Ihr habt es also doch geschafft, Wunderkind. Oh nein. Mein Glückwunsch dazu. Ich sollte das jetzt machen. Auch wenn euch keine leichte Zeit erwartet. Pff, du hast auch keine leichte Zeit, wenn ich deine Nase sehe. What the fuck, wie viel hast du gesoffen? So richtig begeistert seid ihr von meiner Weihe aber auch nicht, oder? Glückwünsche hin oder her. Wie steht ihr zu Großmeister Arantheal? Ihr scheint euch gut zu kennen. Wie wäre es, wenn wir nicht dieses passiv-aggressive das erste machen? Weil, scheiß drauf, Maham ist ein eigener Kerl. Einfach hier, wie steht ihr zu ihm, der hinter mir steht? Das kann man wohl sagen. Natara Thealor und ich haben unser Noviziat gemeinsam abgelegt. Die Stimme hört sich so professionell an. Ist das nicht eine Stimme von Skyrim? Ihr habt sozusagen gemeinsam am Orden begonnen? Ihr lasst das klingen, als wären wir irgendein Söldnerverbund. Im Orden beginnt man nicht, man wird für ihn auserkoren. Arantheal kommt aus einem Adelsgeschlecht, das älter ist als die Steine dieses Tempels hier. Genau wie die Batars. Wir sind als Erhabene geboren. Ja, ja. Und Hüter zu werden war für uns nie eine Wahl. Wer kennt's nicht, ne? Wenn jemand in Adel geboren wird, ist er automatisch besser. Ist klar. Weißt du, so ein 13-jähriges Arschloch-Kind, das irgendwie einfach nur Adelseltern hat und reich ist und sowas, ist einfach besser geboren. So wie es Gott will. Gilt es auch für die Truchesser? Ich habe gehört, dass sie ursprünglich nicht der erhabenen Pfades war. Warte mal, ist das nicht... Ich habe vergessen, ich habe es gehört, aber haben wir nicht ihren Schlüssel? Und haben ihre Bibeln gefunden? Ich bin jetzt gerade verwirrt. Gilt das auch für die Truchesser? Das ist eine andere Geschichte. Okay, warte. Ihr lasst das wir sind als warte. Wenn ihr aus derselben Generation wie Arantheal stammt, habt ihr dann auch im großen Krieg gekämpft gegen seinen Sohn, Narazul? Nein. Aber lassen wir die Fragestunde. Ich bin wirklich nicht in der Stimmung dafür. So richtig begeistert seid ihr von meiner Weihe aber auch nicht, oder? Sollte ich? Ich kenne euch nicht. Anders als Sakharisch. Ihr seid begabt, ja. Und vielleicht ist ja an diesem ganzen Gequatsche von Boten und Propheten was dran.
Aber unsere Kultur, der Orden, euch wird das auf immer fremd bleiben, egal welches Wappen ihr auf eurer Rüstung tragt. Oh mein Gott, ist das schrecklich. So kriegt man ja gar nichts. Das ist ja dieses, Mama sagt, man darf nicht mit Fremden reden und sowas. Ja, aber es gibt, alle sind fremd, bis sie Freunde werden. Also und das gleiche hier auch, das ist total bescheuert. Ich kenne euch nicht, deshalb bin ich automatisch dagegen. Das ist doch, hä? Was ist, wenn jemand, weißt du, das ist ganz schlimm, das ist heutzutage sowieso ganz schlimm, dieses negative Gatekeeping, dass man dann irgendwie so sagt, nee, du, ohne Job kein Haus, ohne Haus kein Job und so, dass, sagen wir mal, ich möchte jetzt muslimisch werden oder sowas. Und alle, nein, wieso, nein. Oh, nimmt doch lieber mit offenen Armen auf. Seid doch froh, dass ich auf eurer Seite bin. Verdammte Scheiße. Okay, hast du noch ein Prophet, habt ihr euch gut eingefunden? Halbwegs, ja. Gut. Es ist wichtig, dass ihr euch mit diesem Ort vertraut macht. Er ist die Basis all unserer kommenden Missionen. Derzeit tappen wir noch im Dunkeln, was den Zyklus angeht. Alles, was wir wissen, sind Fragmente und das werden wir jetzt ändern. Es gibt zwei Fährten, von denen ich will, dass ihr ihnen nachgeht. Ja, ich bin ja der Einzige, der irgendwas macht, ne? Welche? Die erste hat mit den Steinsplittern aus Alt-Rashengrad zu tun. Pegast hat es euch vermutlich noch nicht erzählt, aber sie ergeben zusammen einen Siegelstein, den wir dringend brauchen. Die Arkanisten haben ihn bereits zusammengefügt, aber uns fehlt noch das Ritual, um ihn zu aktivieren. Und dafür brauchen wir die Erinnerung eines Toten. Die zweite dreht sich um eine Entdeckung, die wir im Herzland gemacht haben und die ein maßgeblicher, wenn nicht der einzige Hoffnungsschimmer in diesem Kampf sein könnte. Weiß ich habe mich so gefreut. Wo wollt ihr beginnen? Findet die Splitter, dachte ich, jetzt muss ich 7. Unterstützen die Erinnerungen Toten finden. Ich muss irgendwie 7 Splitter finden, die werden zusammengepackt. Ich liebe sowas ja bei Rollenspielen, wenn man einfach dann so ein bisschen so kleine Ziele bekommt und auf dem Weg Sachen erlebt. Das mag ich. Ich weiß, es ist manchmal billig, gebe ich zu, aber ich mag's. Und jetzt muss ich sowas, ne? Bei der Entdeckung im Wald, was hat das damit auf sich? Im Wald? Ja. Ich finde, das zweite ist irgendwie wichtiger. Hoffnungsschimmer bei der Entdeckung im Wald. Lasst es mich kurz machen. Wir vermuten, dass die Pyräer vor ihrem Untergang an einer Maschine gearbeitet haben, die sie vor der Läuterung retten sollte. Ja, die Maschine am Anfang. Ein altes Artefakt, das sie wieder zusammenzufügen versucht haben. Eine Maschine? Wie soll uns eine Maschine gegen den Zyklus helfen? Das nennt man... Nicht schon gut. Dass der Zyklus keine gewöhnliche Bedrohung ist, steht außer Frage. Er wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstehen, wie eine Art kosmische Gewalt. Ja, voll Cheater. Und deswegen ist es naiv zu glauben, man könne ihm begegnen wie einem Feind aus Fleisch und Blut. Vielleicht kann es aber dieses Artefakt. Das am Strand? Laut dem, was wir wissen, haben die Pyräer es selbst aus alten Plänen rekonstruiert, die einer der Boten für sie gefunden hat. Aber wir werden sehen. Alt-Dotulgrad ist eine Ruine, die unsere Chroniker kürzlich freigelegt haben. Und anscheinend war sie früher eine Forschungsstätte der Dilgaren-Kaste. Falls wir richtig liegen, dann könnten wir dort vielleicht einen Prototypen oder Bauplan für diese Maschine finden. Okay. Die Shari Pegast ist bereits dort und ich will, dass ihr sie unterstützt. Vielleicht offenbaren euch eure Visionen ja Dinge, die normalen Augen verschlossen bleiben. Hüterin Sakharesh wird euch begleiten. Oder einfach nur besser gucken, ne? Oft ist es auch so, dass ihr offensichtliche Sachen verpasst. Ich auch. Es sind so viele Namen und so viele Sachen. Deshalb könnte ich auch nie irgendwie was machen mit... ich finde Natur interessant, aber einige Leute, die jeden Namen für jeden Vogel oder sowas kennen... Oh, nee, danke. Was lässt euch glauben, dass uns diese Maschine etwas nützen wird? Den Pyräern scheint sie ja nicht geholfen zu haben. Ja, stimmt. Was genau ist noch einmal der Unterschied zwischen den Ishian und den Dilgar? Sie waren die beiden Priesterkasten, die das Land beherrschten. Offiziell dienten sie dem höchsten Wesen, einer Gottheit, die über allem stand. Of course. Aber jeder weiß, dass es die Oberhäupter dieser Kasten waren, die die eigentliche Macht hatten. Wie immer. Wie die Lichtgeborenen sozusagen, nur ein wenig zahlreicher. Ja, aber die Lichtgeborenen gab es doch wirklich. Das wissen wir doch. Ich bin sehr verwirrt. Das können wir immer alle machen, ne? Also mein Gott ist höher als deiner. Meiner hat alles gemacht. Deiner hat nur die Welt gemacht. Was lässt euch glauben, dass uns diese Maschine nützen wird? Ja, weil sie nie die Chance hatten, sie zu vollenden.
Das Pyräische Weltreich befand sich genau wie die Länder Wiens kurz vor der Läuterung im Krieg. Und wer weiß, welche Krisen es abgesehen von dem Zyklus zu bewältigen hatte. Oh mein Gott, alles. Selbst wenn die Maschine uns nicht helfen wird, alles, was die Pyräer über den Zyklus herausfinden konnten, verschafft uns einen Vorsprung. Also müssen wir sie finden. Er macht wenigstens was, weißt du? Thealoa finde ich super, weil er wenigstens mal was. Er tut etwas hier. Auch wenn die Leute rumbitschen, denkt er sich, ja, aber ihr könnt alle rumbitschen, dann sterben wir eh alle. Gut, wie komme ich nach Neustadt? Es liegt im Herzland. Hüterin Zakaresch wird euch den Weg zeigen. Viel Erfolg. Tschüss. Ich hole mir erstmal meine Rüstung. Und dann gucken wir weiter. Das war Level 2. Okay. Ja, okay. Leute, ihr könnt aufhören, mich anzumeckern. Ah, Zakaresch. Habe ich meine erste mit... Okay, komm. Ah, da seid ihr ja. Der Großmeister hat mich bereits eingeweiht. Seid ihr bereit? Ja, gehen wir. Bin ich. Gibt es eigentlich einen Grund dafür, dass der Großmeister ausgerechnet uns beide auf diese Mission schickt? Wieso fragt ihr? Stört es euch? Hä? Es funktioniert besser alleine, das ist alles. Nein, es ist nur, wir sind beide Frischlinge. Stimmt. Offen gestanden verstehe ich auch nicht, warum der Großmeister euch so viel Verantwortung übergibt. Entschuldigung. Ja, ihr seid begabt, aber ihr seid dennoch in den Augen der meisten im besten Fall ein Fremdländer. Im schlimmsten eine wandelnde Blasphemie. Aber wer weiß, Arantial hatte laut den Erzählungen schon immer eine Vorliebe für Prophezeiungen und Legenden. Und ihr scheint jedes Kriterium dafür zu erfüllen, bislang zumindest. Aber mal sehen, jetzt sollten wir uns erst einmal auf die Mission konzentrieren. Seid ihr bereit? Nö, nicht wirklich. Ja, gehen wir. Wir müssen also... Aber haben wir den ersten richtigen Companion hier, habe ich das Gefühl. Und Mama hat doch noch gar nichts Schlimmes gemacht. Die tun alle so, als ob er nackt über den Markt läuft und rumschreit über den Tod der Götter. Da gab es andere, die das schlimmer gemacht haben. Ja, die Ruine ist nur ein paar Meilen von hier. Treffen wir uns einfach am Myradenturm im hinteren Herzland. Ich werde dort auf euch warten. Why? Komm doch einfach mit. Ich wollte, dass du mitkommst und dann springen wir irgendwo runter. Du springst auf meinen Kopf und machst zu jedem Scheiß deine Kommentare. Das wäre doch viel lustiger gewesen. Ich habe jetzt echt gehofft, dass sie mitkommt und einfach halt eine Frau ist und labert. So, erstmal holen wir uns jetzt optional unsere Rüstung, auch wenn die uns wahrscheinlich nicht viel bringt. Oh, hallo, was machst du hier alleine? Okay, dann nicht. War hier hinten. Heute ist ein schöner Tag mal. Hi. Keiner redet mit mir. Skuvela, Skula, Skula Hula war irgendwie hier hinten versteckt, ne, die Schmiede. Das war ein bisschen Rüstkammer. Da war auch noch eine, die wir nicht geöffnet haben konnten, ne? Also, hallo. Rede mal mit mir. Oh, was ist das denn? Ach, na, wenn das nicht hallo. Das berühmt-berüchtigte Wunderkind ist. Hast mich gleich erkannt. Halder Hammerschlag, meines Vaters Schmieden des Heiligen Ordens. Sehr erfreut. Ja, weißt du, mein Vater ist alles. Ich muss mich ausrüsten. Zeigt mir eure Ware. Es heißt, ich soll mir hier meine Ordensrüstung abholen. Ach ja, richtig. Ihr habt auf jeden Fall für eine Menge Aufregung gesorgt, das muss ich sagen. Also, Robe, Kette oder Platte? What? Robe nicht, das ist leicht. Was ist denn Kette? Kam jemand rein? Eigentlich Platte? Ich will aber wissen, was das andere ist. Wir laden einfach nochmal. Hallo. Gut. Hier habt ihr eure Rüstung. Und ganz egal, wer ihr seid, hattest du einfach so bei dir in der Tasche? Euch so behandelt, wie er es tut. Was machst du das da? Das ist eine große Ehre. Macht es euch bewusst. The fuck? Die meisten von uns mussten Jahrzehnte für diese Gewänder arbeiten. Ja, okay. Ich habe voll zugehört. Harnisch. Okay. Aber die Kette hörte sich viel besser an. Gewand des Orden. Oh, guck mal. Hat nicht mal irgendwie Rüstung. Ist einfach nur ein Gewand. Ordenshüter. 31, Harnisch. 54. Okay. Sieht irgendwie cool aus. Ein bisschen so Sparta. Nee, nicht Sparta, sondern eher römisch. Stiefel des Ordenhüter. Und Wache des Ordenhüters. Können wir zu Hause einfach aufstellen. In unser Haus. Weil wir haben 31 hier. Das ist schon besser.
Sollen wir uns mal Kette angucken? Schreitet wohl. Ja. Okay, ich hole mir uns Kette ganz kurz. So, Kette war einfach nur eine Stadtwache-Ausrüstung, voll langweilig. Dafür hat uns der eine, das ist der Typ, den wir eben angesprochen hat, Glückwunsch gesagt. Also dafür, dass er so ein bisschen bitchig war sonst. Hat sie nicht gesagt. Jahrelang muss man dafür arbeiten. Und dann gucke ich mal, was sie so hat. Sie hat einen Harnisch des Ordenhüters. Hier, den kann man kaufen. Jeder kann sich den einfach kaufen. Vielleicht darf nur ich ihn kaufen, weil ich irgendwie, weil die das wissen, ich habe keine Ahnung. Die haben da das Memo bekommen. Ich habe keine Ahnung. So, und hier zum Beispiel können wir gleich wieder verkaufen. Behalten wir wahrscheinlich und dann werde ich das zu Hause auch aufstellen. Wir machen zu Hause ein paar Mannequins hin und die schönsten Sachen. Und das ist dann für einen besonderen, das war was Besonderes im Spiel. Und hätte ich einfach weitergemacht, hätte ich die auch bekommen. Guck mal, wir können entweder wegestreue Handschuhe und wir sind nicht wegestreu oder Armschienen des Ordenhüters. Das macht mehr Sinn, weil wir ein Ordenhüter sind und gleichzeitig auch ist es egal. und die Wache des Ordenhüters, ne, 38 mit Zellner, sieht aber bestimmt viel cooler aus. Dammit. Daher, müssen wir das anziehen oder ist es einfach, ja, ist in Ordnung? Wir können ja das Gewand anziehen, wie wäre das? Wir gucken mal, wie das aussieht. Schreitet wohl, danke. Das Gewand, so Typ, Klasse meine ich. Hä? Also, hier. Schreitet wohl. Oh mein Gott. Wir sind ein Gargoyle. Oder ein Vampir. Das sieht so bescheuert aus. Schnell weg. So. Ich hab dein Gewand. Schmiedelehrling. Die Schwerter. Das darf ich nicht vergessen. Ja, ja. Warum ist... Ihr habt es also doch geschafft, Wunderkind. Mein Glückwunsch dazu. Was machst du? Hilfe! Auch wenn euch keine leichte Zeit erwartet. Jorik, warum arbeitest du hier? Das finde ich voll toll und gleichzeitig sehr seltsam. Okay, danke. Tschüss. Irgendwas war hier noch zum Klauen. Ich erinnere mich, dass hier irgendwo eine Tür war. Schürfe halt. Da hat man Glück, wenn die wissen, an welchem Ende man den Pickel hält. Aha. Oh, ich muss sie nochmal öffnen. Das machen wir einfach mal. Ist ja egal. Ich glaube, da war was drin, was wir damals nicht öffnen konnten. Weil wir nicht die Möglichkeiten hatten. Hier? Expertenschatz. Ja, da gucken wir doch mal rein. Jetzt, wo wir die Möglichkeit haben mit den Experten-Dingern. Klick. Blitzresistenz und weniger... Ja, ist nicht schlecht zum Verkaufen, ne? Oder waren wir überhaupt nicht mehr drin? Habe ich es wieder rückgängig gemacht, weil es eh egal war? Boah, wir sind aber auch ein geiler Ordenstyp, ne? Das erste, was wir machen, ist hier alles klauen. Warum auch nicht? Das dürfen wir. Wir sind nämlich ein Ordenshüter und ihr nicht. Deshalb ist es ganz wichtig. Oh ne, leer. Ich sehe auch noch. Ich denke mal, wenn da was steht, denke ich mal stehlen. Das ist so ein hässliches Bild. Ich wiederhole mich, aber muss es auch immer wieder sagen. So, hat sich das gelohnt? Das hat sich nicht gelohnt, ne? Nö, komm. Egal, hat sich nicht gelohnt. Was ist das? Eine Rindshaut. Und... Irgendwann holen wir das, wenn die uns irgendwie doof kommen. Aber jetzt waren sie denn nett. Gut, das heißt, da das Level 2 ist, könnten wir das eigentlich auch gleich machen. Wir müssen jetzt nur irgendwo wieder raus oder so. Alchemie, oh, da waren wir lange nicht mehr drin. Den haben wir doch geholfen, der mag uns doch. Und jetzt, wo wir noch gute Rhetorik haben. Hallo, ich... Gerne doch. Über den roten Wahnsinn erzählen? Was konnte der uns erzählen? Wir könnten nämlich hier ganz günstig die ganzen Seelensteine kaufen. Die braucht man ja für unsere Seelen. Wisst ihr, was ich meine? Also hier die 12er zum Beispiel. Weil, da, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so Ausrüsten von unseren Mitstreitern, hier den astralen Dingern, das war ja einfach nur Seelensteine. Und dann nehmen wir die billigsten Seelensteine und dann... Ich glaube, das macht Sinn. Da... Die mussten, glaube ich, nicht mal gefüllt sein.
Elementarismus müsste ich noch haben. Habe ich alles vorher gekauft, was wir uns aufleveln werden. Dann holen wir uns hier noch Expertenschlüssel. Weil da gehen wir erstmal nicht mehr rauf. Und das war's. Nordwindlager? Nein. Nebel. War das Nebelheim vielleicht? Wollen wir uns mal nach Nebelheim? Irgendwas, wo ein Brunnen war. Und ich habe vergessen, wie das hieß, weil ich dumm bin. So, wir holen uns mal hier ganz viele von diesen. Nein, nicht ganz viele. Zwei von Ark. Nebelheim ein. Nördliche Sonnentempel. Oh, Sonnentempel. Nee, brauchen wir nicht, wenn wir Ark haben. Das ist ein bisschen extra, muss ich zugeben. Grenze des Lernens. Oh, du hast aber viel. Das sind meine wahrscheinlich, die ich dir verkauft habe, ne? Bist du nicht losgeworden? Das tut mir leid. Du hättest so Urlaub gehabt oder sowas. Ich meine, sowieso hier sehr versteckt, euer Laden. Hier kommt ja keiner rein. Wie kannst du Geld machen? Du hast noch Magie, die wir nicht benutzen werden. Vielleicht soll ich mal Blitzruhen machen? Weißt du, vorher eine Blitzrune hinschießen, dann kommen die an, werden getroffen und dann können wir hin. Komm, warum nicht? Probieren wir es mal. Elixier, Equilibrium. Ihr könnt sterben, finde ich immer super. Wir haben kein Erdelementar rufen. Ja, müssen wir jetzt aber auch nicht, muss ich zugeben. Essenzgabe. Wieso habt ihr nicht Sachen, die ich brauche? Feuerblitz 4. Feuerrune. Nee. Wir müssen nämlich langsam umdenken hier. Oh, guck mal. Frosthauch ist aber auch. Frostmauer. Was? Frostbite at the floor. Ist das eine Rune? Meinen die Rune? Den fand ich gut. Den Wirbelwind. Einfach nur, wenn die Gegner auf uns zukommen. Schon einmal Wind machen. Aber als Tank macht das ja nicht so viel Sinn, ne? Aber, ach komm, holen wir uns. Wir lernen hier mal ein bisschen. Das ist doch schön. Und Level 4 von Götterschild. Ja komm, wir werden uns jetzt hier richtig was leisten. Kettenblitz? Nö, muss jetzt nicht. Lautlos. Ihr bewegt euch leiser. Und warum nicht? Weißt du, wir lesen hier. Wir sind Ordenshüter. Und es ist alles günstig, weil Rhetorik irgendwie auf über 5000 ist oder so. Paralysieren. Oh, das ist bestimmt widerlich. Ich stelle mir gerade so vor, man ist paralysiert und kommt einer auf dich zu und. Nee, danke. Schutzzirkel. Verlorene fliehen. Nee, ich will die ja töten. Segen des Lebens. Nö. Obwohl, auch nicht schlecht. Einiges will ich auch noch finden. Ich hoffe, man kann vieles noch finden. Okay. Nö, das war's. Dankeschön. Nö, ich weiß nicht. Was willst du irgendwas kaufen? Habe ich irgendwas Wertvolles, was du haben möchtest? Die Techniken, die Zauber. Nö, alles andere will ich selbst. Tschüss. Sure. Ich lese jetzt vor deiner Nase. Und meine ganzen Zauberdinger. Guck mal. Bam. 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 Schön. Und die Worte des Wünschelbruns an der Sonnenküste. Tät wohl. Tschüss. Tschüss. Wo kam ich jetzt? Was war die andere Tür? Eigentlich brauchen wir nur. Hi. Ihr sagt ja gar nichts. Ah. Was ist denn da unten? Das sieht seltsam aus. Da unten. Ist das der Bauernhof? Der mit dem, mit dem Salzboden, mit den Sporen. Benötigt einen Schlüssel. Hä? Was ist hier hinter? Oh, hier ist noch. Hier sind ganz viele abgeschlossen. Im Keller. Schlechter von Ark. Ne, haben wir schon. Ich brauche einfach nur ein Schnellreiseding. Obwohl, wir können einfach nach Nebelheim. Waren wir hier schon? Oh. Wenn wir schon mal hier sind, ist es nicht mal stehlen, oder? Hat einfach jemand abgeschlossen und vergessen, wieder mitzunehmen. Wir haben es jetzt geöffnet. Also gehört es uns. Diamant und Ring des gewaltigen Mana. 22 Punkte erhöht. Das ist gewaltig. Okay. Könnte uns aber vielleicht sogar helfen, weil unser Mana schnell ausgeht. Das war nice. Gewölbe. Haben wir sonst noch irgendwas? Jetzt, wo wir die Sachen haben. Ich weiß, wir waren hier schon. Nur scheinbar haben wir Truhen nicht öffnen können. Okay.
Okay, Leute. Dann scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt Nebelheim. Ah, hier. Die Schatulle haben wir schon geleert. Die Schatullen werden auch nicht wieder gefüllt von den Leuten. Warum nicht? Bist du wichtig? Hm? Was wollt ihr? Ich möchte euren Respekt. Waren wir jemals hier oben? Weil wir immer wieder runtergegangen sind zu ihm. Gemächer des Großmeisters. Ups. Waren wir jemals? Weiß ich nicht. Hab vergessen. Ich glaube nicht. Leeres Pergament. Bücher. Oh, cool. So kann es passieren, ne? Wenn man immer wieder abgelenkt wird. Ein Buchschrank. Alle Bücher haben wir schon gelesen. Langweilig. Der Stuhl hier einfach. Nach unten gucken. Oder waren wir hier schon? Ist ja richtig geil. Hier kann er so liegen und seine Trauben essen. Leere Schränke. Sein Essen steht hier aber noch rum. Verschwendung. Schriftrollen. Oh nein. Die sind was wert, ne? Da könnten wir verkaufen, aber scheiß drauf. Ausnahmsweise mal scheiß drauf. Wasseratmung, Feuerball. Ich beklaue ihn mal nicht. Aber das ist auch nice. Das ist schön einfaches Geld. Hast du nicht besondere Sachen? 90. Ah, es ist schwer, ihn nicht zu beklauen. Hä? Edo Souls Lucky Coin. Oh, wir speichern mal. Das nicht stehlen. What? Wie sieht das geil aus? Bisschen dreckig, aber ist das eine Map oder so? Haben wir jetzt mehr Glück? Lucky Coin. Cool. Oh, ich liebe so besondere Sachen. Dann frage ich mich immer, warum ist es besonders? Ist es eine Andeutung auf irgendwas, was ich nicht verstehe? Oder ist es wirklich... Hier kann einfach jeder irgendwie hin. Die Lucky Coin wegnehmen. Ja, öffnen ist ja jetzt... Öffnen ist ja nicht verboten. So. Nein, das macht mir jetzt... Nein! Der Banktresorschlüssel des Großmeisters. Kriegen wir dann Ärger? Oh nein, das könnt ihr doch nicht machen. Das ist... Oh, kennt ihr diese... Vor der Pandemie, da gab's so viele Videos, wo sie so Kinder hingesetzt haben und gesagt haben, wenn ihr diesen Keks nicht esst, kriegt ihr nachher noch einen zweiten Keks. Und dann haben sie geprüft, wie das Hirn eines Kindes funktioniert und sowas. Und das ist jetzt gerade ähnlich. Oh mein Gott. Wir können in seinem Bettchen schlafen. Okay. Warum sind deine Schränke alle leer? Du hast so viele Kleiderschränke, aber machst nichts damit. Wir haben Ewigkeiten kein neues Buch hier irgendwie, ne? Leeres Pergament. Ach, er will immer was schreiben, aber kommt da nicht dazu. Oh Mann, ich bin kurz davor, einfach da hinten jetzt auch zu klauen. Okay, dann haben wir nur eine Sache geklaut. Vielleicht ist er ja irgendwie so ein Timer. Nicht Timer, so ein, ne, es wird Verwerfung des Temporalgefüges. Oh, das ist also das Temporal... Okay, worüber er geredet hat wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir das schon haben. Aber wir haben es wenigstens gelesen. Enderal. Arant Millet. Oh, schön. Schön gemacht. Schön. Okay. Oh. Ich habe trotzdem ein schlechtes Gewissen. Und in der Truhe... Durch Schlösser knacken habt ihr 2 zusätzliche Groschen gefunden. Ja, aber ich habe ja noch gar nicht geklaut. Aber wir brauchen das Geld eher als er. Warte mal, wir haben nur 300 Groschen? Haben wir so viel Geld ausgegeben? Uiuiui, ich weiß, wir haben noch gespart. Keine Sorge, das weiß ich. Aber, also wir haben noch auf dem Konto haben wir noch was. Okay. Wenigstens, er hat 2 davon.
von diesem Temporalgefüge-Ding. Wir könnten eins mitnehmen. Okay, eigentlich wollte ich mich beamen. Doof. Wow. Nein, ich kann doch nicht die Bank jetzt öffnen. Hätte er nicht einfach irgendwie so ein, dass wir wieder Zinsen bekommen, jeden Tag? Das wäre toll. Mal gucken. Ja, ich sag ihm mal Bescheid. Ich war in deinem Raum. Schreitet wohl, Prophet. Okay. Bitte sei mir nicht böse, okay? Okay. Der weiß ja auch gar nicht, weißt du? Das weiß man ja auch gar nicht. Wenn ihr irgendwas nicht wiederfindet, denkt ihr doch nicht, es wurde geklaut. Oder? Ja, man denkt eher so, man hat es verlegt. Man findet das schon wieder oder so. Gärtner. Einfach ein Gärtner. Ja, sieht doch hier schön aus. Was ist hier überhaupt? Die Quartiere. Hüterin, hey. Mein Gott, siehst du kaputt aus. Wollen wir mal nach Nebel? Nach Nebel. Nebellein. Und beamen. So, Gewicht ist immer noch das Hufeisen. Wir haben jetzt den Lucky Coin. Das ist toll. Warum es auf Englisch ist, weiß ich jetzt nicht. Ob es irgendwas damit zu tun hat. Ich habe nichts hinzugefügt. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin schuld. Wir haben die Besitzurkunde. Guck mal, der Unterschied mit den Preisen. Wow. Okay. Nebelheim. Waren wir da schon? Weil ich weiß es nicht mehr. Tschüss, Leute. Ich bin Ordenstyp. Ich bin voll wichtig. Wie das mal ein bisschen wartet. Ich werde den Umhang gleich wieder ausziehen, weil es echt albern aussieht. Das war nicht ein bisschen jetzt, aber dass man mitmachen musste. Ah, das Kaputte ist Nebelheim. Ja, okay. Da brauchten wir einen Schlüssel. Das weiß ich noch, warte. Wo war denn das? Um hier reinzukommen, brauchten wir einen Schlüssel, oder? Das hat mich doch so aufgeregt. Jupp, das Rathaus. Aber mal im Hellen ist auch schön zu sehen. Und da hinten ist irgendwas. Sieht aus wie... Es könnte einfach nur Berge sein, aber da hinten, das sieht ein bisschen aus wie ein Haus. Okay. Gut. Bücher, die Reisenden Händlern, weißt? Ja, wahrscheinlich müssen wir sie auch kaufen. Wir schauen mal auf die Map. Und Deus Ex Machina. Thialoa will, dass ich gemeinsam mit Hüterin Sarrakesh eine pyräische Ruine namens Alt, was auch immer, untersuche. Angeblich haben die Pyräer dort kurz vor dem Untergang eine Maschine geforscht, die eine Waffe gegen den Zyklus und die Läuterung darstellen sollte. Das nennt man die Pille. Arathial hofft, dass wir denn ruhige Baupläne oder gar ein Prototyp finden könnten. Was war denn ganz am Anfang? Am Strand, da war doch auch so eine komische... Naja. Dann Kalia treffen und dann Kalia am Myradenturm. Da, wo wir letztes Mal auch waren? Okay. Bisschen lame. Pff, ja, können wir machen. Ist Level 2, ne? Aber das ist ja da, wo wir eben schon waren. Wie öde. Okay, komm, dann lass uns mal machen. Dann brauchen wir jetzt Myradenturm. Dann fliegen wir da jetzt direkt hin. Oder? Ja, komm, ich habe ja gesagt, wir machen jetzt mal ein bisschen. Und gucken, wie es weitergeht. Achso. Natürlich ist unten. Ich muss nach oben laufen. Aber mal ein schöner Tag. Oh, wir fliegen mal nicht im Regen und Sturm und nachts. Und hallo, Oberarmtyp. Wie du es auch noch präsentierst. Aber deine Augenbrauen gehen nicht. Achso, das ist Level 3. Rukas, machen wir später. Hallo. Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Ich muss zum... Oh, shit. Hinteres Herzland? Glaube ich. Oh, guck mal. Wie der Adlige jetzt fliegt. Oh, schön. Hui, endlich mal im schönen Hellen. Ui. Die fliegt, sehen aber sonst nie fliegen, ne? Aber warum nicht Teleportation? Warum ist da nicht ein Händler, der dir einfach überall Teleportation anbietet? Sind wir richtig? Juhu, war richtig. Ich
Ich habe nicht scheiße gebaut. Da bist du ja auch. Warum sind wir nicht zusammen ist egal. Ich bring noch mal kurz Sachen weg. Da seid... Oh. Ja, sehr schön. Hier, ich habe uns noch eine Karte besorgt. Ich wollte eigentlich... Seht ihr das? Wir sind hier und dort hinten ist die Ruine, Alt-Dothulgrad. Ja, war ich da vielleicht schon? Also geht voran, ich folge euch. Yippie, wir haben eine Mitstreiterin. Woo, Level 2, woo. Und Ruger werden wir auch gleich. Ja? Achso, sie will nicht mit mir reden. Warum ist sie plötzlich so eine Bitch? Also, nicht böse gemeint, einfach nur, was ist los? Was habe ich gemacht? Erstmal bringen wir jetzt die ganzen schweren Sachen hier weg. Das hier zum Beispiel brauchen wir nicht. Ups. Hab mich schon gewundert. Ordenshüter kommt weg. Dann Ordenshüter könnten wir machen, aber wir benutzen Wegestreuer. Weißt du, aus Prinzip anti gegen den Strom rebellisch, extra ein bisschen so nicht emo. Wie nennt man das? Ein bisschen, um ein Statement zu setzen, tragen wir nichts von dem Orden. Weißt du? Um ein bisschen zu zeigen, so, wir sind was Besseres. Nee, keine Ahnung. Einfach nur, nö. Einfach nur nö. So. Ja, dann haben wir auch. 128 ist okay. Ich glaube, ja. Dann werden wir uns gleich anziehen. Jo, okay. Ich glaube, das ist okay. Okay, 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 okay. Und gleich Ruga. Und jetzt ziehen wir uns erstmal um. Bäm, 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 bäm. Und dann holen wir uns Ruger wieder und schwere Rüstung um 17 Punkte verbessern. Wie gesagt, wir könnten Mana erhöhen. Jetzt, wo wir den besseren Ring haben, nämlich Magieresistent ist auch gut. Um 22 Punkte erhöhen. Warte mal, wie viel Mana hatten wir? Wäre nicht schlecht, ne? Es ist schon... Ja, aber schwere Rüstung zu erhöhen, das ist ja unser ganzes Ding. Da muss ich echt mal ein bisschen aufleveln, wenn wir auf die nächste Stufe kommen. So, erstmal gucken, wir genießen wir hier ein bisschen. Oh, wie schön. Und speichern. Wie ruhig es hier ist. Oh, du redest. Bevor das mit dem roten Wahnsinn und den Räubern überall losging, waren hier überall Reisende, fahrende Händler oder Jäger unterwegs. Es ist seltsam, wirklich. Ja, es war bestimmt schön. Finde ich auch ein bisschen schade bei solchen Spielen. Da müssen sie immer irgendwie eine Erklärung finden, dass einfach jede Ecke scheiße gefährlich ist und unsympathisch und unheimlich und blöd. Und manchmal finde ich das schade, weil selbst bei 2D-Spielen war das ja so. Auf einer Straße ist es nicht mehr sicher und dann wurdest du mal angegriffen und du hattest nicht das Gefühl von Sicherheit. Ich glaube, was war das? Final Fantasy 10 oder sowas hat es mal gemacht. Wurde einfach mal 12 später auch, ja. Wo du einfach mal irgendwo langgelaufen bist, ohne dass du Angst haben musstest. Weil einfach da Leute langgelaufen sind, Händler, Kinder haben gespielt und das fehlt ein bisschen, muss ich zugeben. Dieses, oh, endlich mal. Nicht, dass wieder ein Untoter irgendwo in der Ecke rauskommt oder ein Bär mich angreift. Und das ist auch ganz nett, muss ich zugeben. So, okay. Ruga, wir sind zu dritt. Woo. Ach ja, guck mal. Guck mal, wie cool er aussieht. Willst du nichts dazu sagen? Warum eigentlich Kirasch? Ist das kyranisch? Ja, das ist es. Meister Tyras, mein Ziehvater, war halb kyranisch. Manche Wörter sind hängen geblieben. Na, schön. Haben wir sie näher kennengelernt. Wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube, ich muss das mal anwählen. Und, oh. Wir waren schon weit schon. Da. Hä? Alt-Dothulgrad, da waren wir doch schon. Hä? Also müssen wir nach oben. Denn waren wir da schon? Und haben einfach irgendwas nicht gesehen oder so? Wie kommen wir jetzt? Ihr habt euch vom Weg nach Alt-Whatever entfernt. Schließen. Oh, Entschuldigung. Ah. Da seid ihr ja. Kommt, gehen wir weiter. Entschuldigung, alles ist hier gescriptet. Och, ich dachte, du kannst mitnehmen. Okay, okay, okay. Ich muss hier einmal... Ah, geht gar nicht.
Habt ihr es gehört? Wölfe am Helm. Geht los. Habe ich immer noch nicht? Doch, habe ich. Das waren alle. Waren's? Ich konnte überhaupt nicht helfen. Jetzt muss ich wieder essen. Jetzt wurde ich gleich gebissen. Wieso hatte ich jetzt mein Schwert? Hä? Warum hatte ich mein... Egal. Wie wär's mit... wir gingen nach Gewicht. Und ein Kürbis. Eine Suppe. Das ist viel zu gut. Ja, eine Tomatensuppe ist nicht so toll. Oh, ein schöner Spaziergang durch den Wald. Mit Kira. Kira, wie hieß du? Kira? Kalia, Entschuldigung. Ich so viele Namen. Oh, hier hat jemand Holz gefällt. Ah! Wohin geht ihr? Das ist nicht der richtige Weg. Beeilt euch einfach. Ich warte hier so lange. Bla 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 bla. Echt mal. Es ist, als ob ich wieder ein kleines Kind wäre oder sowas. Ist gut. Text. Danke. Vorsicht. Ich wurde schon wieder getroffen. Das waren alle. Wir sind sehr leicht. Und ich kann überhaupt nicht helfen. Das waren alle. Das waren alle. Ja, hier war ich auch schon. Das wird auch nicht mehr. Es wird immer einer sein, der gespawnt ist, weil er irgendwie zu spät kam. Weil er einfach verschlafen hat oder sowas. Da waren wir doch schon. Da war doch dieser komische... das eine kann man nicht weiter. Oh. Los. Sind wir nicht jetzt bei... Ah, nee. Das ist dahinter. Okay, dann komm mit. Ja. Hat irgendwie vergessen. Da seid ihr ja. Kommt, gehen wir weiter. Ich will doch. Also sollen wir doch hier rein. Okay, komm. Altdolesch ist das aber. Ich bin sehr verwirrt, was du von mir willst. Dann gehen wir nach Dolesch. Ja, war nicht richtig. Oh Mann. Ich hab mal was abgehalten. Dankeschön. Ja, hier waren wir schon. Ich bin so verwirrt. Massive Truhe, haben wir noch was reingetan? Ach, da war nur Scheiße. Okay. Dann will sie halt keinen Spaß. Dann will sie halt keine Überraschung. Dann will sie halt keine Abwechslung oder Entdeckung. Alles gut. Da bin ich wieder, komm. Ah, da seid ihr ja. Kommt, gehen wir weiter. Wir bleiben auf der Straße. Ich verstehe schon, Spiel. Ich verstehe schon, keine Sorge. Wir bleiben auf der Straße und ich bin jetzt schon wieder froh, wenn ich wieder alleine rumlaufen darf. Weil dann kommt nicht dieses... Oh, bist du wieder böse? Nein, ein Glück. Puh. Bei dem weiß man nie.